Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf der Endvibe PvP Map. Interchange, welche sonst? Ich war ziemlich überrascht, als ich unterwegs war, um ein paar Scavs zu killen für eine Daily und auf einmal waren da PMCs ohne Ende. Ich hatte ein paar spektakuläre Runden und ja, die beste von denen habe ich euch rausgesucht. Und ja, wie gesagt, war richtig was los. Eigentlich Endvibe, na hier ein bisschen leere Server. Man trifft wenig PMCs, aber nicht so auf Interchange. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Fahr mal Strom an. Achso, Auto-Check. Auto ist nicht da. Irgendwas ruckelt hier gerade. Scav, keine Ahnung, könnte ein Brustschuss gewesen sein. Wenn die Waffe hier 30er Max hätte, wäre es meine Lieblingswaffe, glaube ich. Da ist es schon wieder für ein Granatenbattle da hinten, hatten wir eben schon. Voll übel. Nightwalker, ich hoffe es auch. Ich mag's ja auch, die Ska. AK416, ja, tut sich halt gerade ein bisschen mit der Armor schwer, ne? In der Arena spiel ich sie gern. Kleines Mistvieh, Mann. Spring. Ey, auf Interchange ist was los? Wo kommen die ganzen Leute hier her? Richtig krass. MCX mit CBJ performt auch überraschend gut. Finde ich auch. Besser als 556. Ein kurzer Stand.
kommt denn er auf einmal her, ey? Schönen Helm hat er. Kommt noch einer. Dritter im Bunde. Ja, ohne Scheiß, ne? Interchange, die vollste Map bis jetzt. Was machen die alle? Pitbull, danke für den Prime im 18. Willkommen zu Gnabo-Falle. Danke für den Support. Danke, dass du den Prime bei mir bist. Kann auch unter mir durchgelaufen sein. Sei doch, ich hab seinen Kollegen hier noch. Ey, die MK17, ne? Bang, bang. Also, ich bin gerade Fan. Ich bin gerade Fan. Oh Gott. Man kennt sie, ne? Kugelsichere Kassen. Das bleibt besser so. Hey Panic, servus. Ist vielleicht besser so.
Ja, ich wechsle jetzt nicht die Waffe. Ich könnte jetzt natürlich auf die DTMDR wechseln. Ich habe genug Max und, ne? Aber irgendwie, ich fühle die Scar gerade, ne? Könnt ihr verstehen. Nö. Mir ist jetzt nichts aufgefallen, sagen wir mal so, Nightwalker. Ein Alpha-Spieler. Zweite Mal im PvE. PvE kriegt man gerne mal einen Headshot, so viel ist sicher. Ihre Plates, okay. Wurde gesagt, Bierruler, ich tippe mal hier auf Mitte August. Servus. Hier da hinten hat es einer. Level 71. Gerannt, bis er tot war. Ja, Mann. Alright. Exit habe ich denn. Immer kaum. Der hat sich selig geärgert. Weißt du, ihren Vibe? Oh, ich auch. Der hat sich sicherlich geärgert, dass er nur Flashes dabei hatte.
Alright, ich würde sagen, wir gehen, ne? Halt die Klappe. Oh Gott. Kommt der scheiß Gef. Ah, ist hinten drin. Кепка! Вали кепку! Эй! Не обижу, выходи! Oh. Das hat man davon, wenn man Skeps hier in den Bauch töten muss, ne? Das ist echt schwer mit Armor. So. Jetzt müssen wir noch einen looten, ne? Hilft nichts. Leute, ich habe bloß einen 20er Mac. Mach keinen Blödsinn. Oh no! Leute, ich habe keine Ammo mehr. Ich komme hier nicht weg, ja, das ist die laute Waffe.
die laute Waffe. Die lockt alles an. Da kommt der nächste. Ach du Kacke. Danach mit die Sintflut, wir machen die Jogginghose. Dass die mir Ammo gebracht haben. Naja, die Sache ist die, Nightwalker. Dass wir den 60er Max voll machen, wenn du dich auf PvE beziehst. 60er Max sind im PvE richtig scheiße eigentlich. Wenn die einmal leer sind, dann stehst du da. Das muss man sich vorher überlegen. Also ich empfehle für PvE immer, PvE brauchst du eh keinen 60er, ne? Du solltest die Leute headshotten. Und da hast du ja mehr Zeit zum Zielen. Wenn du im PvE 60er-Max durchholzt, ey, da, besonders mit einer lauten Waffe, das wird sicherlich nichts. Also immer 30er oder Max, die halt schnell zu stacken sind. Das ist wichtig. So, 16 Minuten, Emma, komm. Das Problem, jetzt schießen sie dahin und ich muss halt immer Bauchschüsse machen. Granate tut. Ein Players Gap. Ja, ganz schön was zu tun, ey. So, M80 müssen wir noch nachstecken. Hilft nichts, ich kann doch nicht ohne Max antanzen. Dafür, dass ich über Scavs töten wollte auf Interchange, geht hier ganz schön die Post ab.
Scheiße. Ah, hat gepasst. Der ist noch für die Quest. Da hinten waren irgendwo Leute, die haben mich jetzt garantiert gehört. Oh, hat's gerade geleckt, hä? Passt. Was sagt ihr? Mal hallo YouTube? Oh, mal hallo YouTube. Macht mal hallo YouTube im Chat. War doch eine schöne Runde auf Interchange. Das mit der MK17. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Mal sehen, wie viele Leute überhaupt im Chat sind. Heute ist ja wieder, ne? Werktag. So, mal sehen. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4. Und dann noch einen Haufen Scavs. Ja, den konnte ich leider nicht mehr looten. Das wäre es einfach, keine Ahnung, das wäre zu viel gewesen. Das wäre zu viel gewesen. Naja, ein paar Leute sind da. Wenigstens das. Wenigstens das. And I've been counting down.